zunächst da. Wir beginnen mit der Fragerunde an ihn. Bitte schön, die Wortmeldungen per Handzeichen signalisieren, wie gewohnt, und dann legen wir auch los. Philipp Kessler für die TZ und Münchner Merkur, bitte. Ja, erstmal, Herr Nagelsmann, Gratulation zum Sieg. Man hat gesehen, wie wichtig Ihnen diese drei Punkte waren. Sie haben ja sehr lautstark gejubelt nach dem Spiel. Da gibt es ja ganz gute Fotos davon. Ihr Fazit zum Spiel und wie geht es Lucas Hernandez? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, Luki geht es grundsätzlich gut. Es war dann eher so eine Mischung aus Vorsichtsmaßnahme von mir in Verbindung mit nochmal einen neuen, frischen Innenverteidiger bringen mit viel Speed. Weil klar war, dass Dortmund natürlich mehr Risiko gehen wird oder auch in der Phase mehr Risiko gegangen ist. Fazit zum Spiel. Ich finde, dass wir verdient gewonnen haben, das mal vorneweg. Ich verstehe natürlich, dass die zwei Situationen, der mögliche Elfmeter gegen uns bei Lucky und der dann gegebene gegen Mats für uns Diskussionen auslösen können. Wenn ich jetzt nicht der Sieger wäre, würde ich auch darüber diskutieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. In meinen Augen kann man beide geben. Ich finde schon, dass es ein Handelfmeter ist, das mal vorneweg. Und dass man jetzt 15 Mal nachfragen muss, dann habe ich das schon mal beantwortet. Zum Spiel, die ersten 5 Minuten waren wir nicht gut, waren auch berechtigt dann eins hinten, weil wir in der eigenen Hälfte nicht wirklich gut verteidigt haben, sehr, sehr passiv. Dann haben wir auf einmal einen Schalter umgelegt und waren unglaublich aktiv, unglaublich aggressiv, haben sehr, sehr viel hohe Ballgewinne gehabt, wo wir viel früher, viel höher führen müssen. Da haben wir ja nicht mal die Torschussstatistik richtig ausbauen können, weil wir da jetzt nicht jeden Ball zum Abschluss gebracht haben, wo es schon sehr viele klare Situationen gab. Die klarste sicherlich der Querball, den wir abgefangen haben, wo King dann zum Abschluss kommt. Am Ende finde ich eine hochverdiente Pausenführung, die höher ausfallen muss in meinen Augen. Dann zweite Halbzeit waren die ersten 15 Minuten klar auf Dortmunder Seite, haben sie es sehr gut gemacht. Wir haben diese Aktivität, die der Gegner hatte, hat man im eigenen Ballbesitz nicht mehr so viel, haben zu viele einfache Fehler gehabt, dann gab es ein paar Unterbrechungen, wir haben den Rhythmus wieder gefunden, waren in den letzten 20 Minuten, finde ich, wieder die bessere Mannschaft, haben eine ganz gute Kontrolle gehabt, haben jetzt da keine Riesenchance mehr zugelassen, haben selber noch 2-3 gehabt, Kontersituationen. Am Ende finde ich ein sehr, sehr spannendes Spiel und eins, was dem Rahmen, glaube ich, würdig war und sicherlich eins, wo man nicht nur über die zwei Szenen diskutieren sollte, sondern über die Qualität eines Bundesligaspiels als Werbung in 250 Ländern. Und demnach, klar, ist es etwas leichter, darüber zu sprechen, weil wir die drei Punkte haben, über die wir sehr stolz sind und uns auch darüber freuen. Dankeschön. Dann Lena Wurzenberger für die Bild-Zeitung. Ja, Herr Nagelsmann, wie zufrieden sind Sie mit der Defensivleistung und können Sie vielleicht noch ein paar Worte zu Upamecano sagen, der gerade beim 2:2 nicht besonders glücklich aussah? Danke. Danke. Ja, bei beide Strecken haben wir das defensiv, finde ich, ganz ordentlich gemacht. Bei beiden Toren haben wir taktisch denselben, in Anführungszeichen Fehler gemacht, so ein bisschen die Abstimmung nicht gestimmt zwischen zwei Positionen. Natürlich ist es so, dass Dortmund auch offensiv eine Qualität hat, das darf man nicht vergessen, dass der Gegner einfach was kann und auch viele Tore schießt, genauso wie wir. Trotzdem sind auch die Umschaltmomente, Dortmund war insgesamt dann irgendwann in der ersten Halbzeit sehr, sehr tief. Dann ist immer eine Gratwanderung, wie viel Personal hast du vorne, um einfach auch diesen tiefen Block zu überspielen oder umspielen mit dem nötigen Manpower, dass du dann nicht immer 6 gegen 10 spielst oder 6 gegen 9 in Verbindung mit einer guten Kontersicherung. Dann sind die Abläufe vorne von Haaland und Reus auch nicht so leicht zu verteidigen. Das ist eine Entscheidung in der Millisekunde, ob du da raus verteidigst oder deinen Kollegen sicherst, der gegen Haaland im 1 gegen 1 steht. Und dann haben wir oft die richtige, manchmal auch die falsche Entscheidung getroffen. Bei Upa finde ich, hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Natürlich die zweite Situation ist unglücklich, aber sehr, sehr schwer. Also für alle, die schon mal Fußball gespielt haben, wenn du im Tempo auf den zweiten Pfosten sprinten musst, weil einer tief läuft und wir da eigentlich eine Unterzahl haben und dann springt der Ball kurz vorher auf. Und dann ist auch so eine, der hat auch eine eklige Höhe. Ja, so eine Brustwarzenhöhe. Also wo du sehr, sehr schwer spielen kannst, weder im Kopf noch im Fuß. Und dann musst du irgendwie versuchen, den wegzuklären, aber es ist einfach eine eklige Höhe. Da gibt es einfach keinen Körperteil, der den Ball gut klären kann. Und demnach ist es eine sehr schwere Situation, auch eine Entscheidung in der Millisekunde, klärst du den oder nimmst du ihn an, er wollte ihn annehmen. Und am Ende dann natürlich ein sehr guter Abschluss passiert. Aber jetzt kein klarer Fehler in meinen Augen, das ist keine leichte Situation. Dann Georg Holzner für einen Kicker, bitte. Hallo Nagelsmann, ich grüße Sie. Nochmal kurz angeknüpft an die Frage von der Kollegin mit der Defensive. Marc Reus hat ja auch schon jetzt nach dem Spiel kurz gesagt, dass vor allem in der ersten Hälfte sehr viel
sehr viele Räume angeboten wurden von ihrer Mannschaft aus. Hängt das Ganze vielleicht auch damit zusammen, mit dem System, dass ein Alphonso Davies relativ hoch steht, weil der im Defensivgang dann doch auch oftmals hinten gefehlt hat, zumindest war es jetzt so von unserer Seite aus ersichtlich, oder gibt es da andere Erklärungen dafür? Ja, wir haben bewusst ihn auch defensiv anders hoch verteidigen lassen. Wir haben ihn im Supercup genauso verteidigt wie heute. Letztes Jahr war es noch offensiver, das Verteidigungsverhalten von Bayern. Wir machen das jetzt meistens über eine Seite, wenn wir es so machen, wie wir es heute gemacht haben, um einfach ein bisschen bessere Kontrolle zu haben. Am Ende habe ich jetzt nicht so viele Räume gesehen. Ich glaube, Dortmund hat uns, weiß nicht, 7, 8 Bälle den beiden Sechsern in den Fuß gespielt. Wir konnten umschalten. Also es waren auch schon viele Ballgewinne, die wir hatten. Und ich glaube, deutlich mehr Ballgewinne als dann gefährliche Situationen, die Dortmund aus dem kontrollierten Aufbau raus kreiert hat, in meinen Augen. Am Ende waren es ein paar Umschaltmomente natürlich. Aber das ist natürlich auch das, was Dortmund dann in Perfektion auch spielt. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr dynamisch die Offensivaktionen ausspielen, auch im Freilaufverhalten, dann haben wir noch eine bisschen bessere Kontrolle in der ersten Halbzeit, verlieren weniger Bälle, weil ich finde, dass wir oft eine gute Raumbesetzung hatten, weil man das Freilaufverhalten nicht immer maximal Tempo war. Aber ich glaube, wenn ich die Ballgewinnstatistik in der ersten Halbzeit sehe, dann war das sicherlich das Spiel, wo wir die meisten hohen Ballgewinne hatten bis jetzt. Vielen Dank soweit. Dann räumen wir das Feld für die nachkommenden Kollegen von Borussia Dortmund. Danke, schönen Abend, Servus, tschüss. Ciao, ciao.